Alter, ich kann schon mal weggehen. Was willst du von mir oder was, hä? Nein! Chill dir noch kurz, Clem. Alles gut. Oh, fuck. Jetzt werde ich auch gefickt. Board 88. Yeah! Und natürlich viele Fenster, um auch meine Leute zu beobachten und ihnen auf den Kopf kacken zu können, gegebenenfalls. Also, falls es zwingend sein muss. Das ist doch nicht im Takt. Was machst du? Haha, wieder gewonnen. Ausziehen, Bitch. Und dann sind wir weg. Kinders, mit der verrobter Prototyp-Geschichte. Sieht aber schon echt heavy aus, das Teil, ne? Da wird erstmal geschaut, ob man noch gucken kann. Und falls das der Fall ist, dann bekommt man die Augen rausgenommen. Einfach vorsichtshalber, dass man nicht so viel sieht. Das kommt erstmal hier unten hin, ins Atrium. Wisst ihr, hier ist einfach der Spaß im Vordergrund, im Atrium, ja? Da gibt's einmal unsere geile Scheiße hier. Unser ultra cooles Rad. Es ist abnormal, wie cool das ist. Und natürlich hier unseren verrobter Prototypen. Den schließen wir einfach mal an die ganze Stromgeschichte an. Ich brauche noch ein Terminal, das nehmen wir draufstehen an dem Gerät da. So, und da läuft's auch schon. Jetzt stecken wir da noch geschwind so ein Terminal dran, um eben die Parameter festzulegen. Alter, ich kann schon mal weggehen. Er guckt mich an. Was willst du von mir oder was, hä? Nein! Geh mal auf dieses verfickte Powerrad und lass dir mal ordentlich was in den Arsch rein. Bam, Alter! Ab jetzt mit dir, zack aufs Rad. Ich will dich laufen sehen. Verrobter-Experiment. Unterschwellige Botschaften, Vault-Überwachung, verbesserte augenärztliche Versorgung. Notizen von Dr. Brown. Die Herausforderung ist es, einen Weg zu finden, eine einfache Augenuntersuchung zu etwas zu machen, das den Zielen von Vault-Tec dient. Der Verrobter ist ein großartiges Werkzeug zu diesem Zweck, da er selten zur Anwendung kommt und undurchsichtig genug ist, dass kleinere Unregelmäßigkeiten nicht bemerkt werden. Ich erwarte von jedem Team nur das Beste. Was haben wir hier? Unterschwellige Botschaft. Die Abteilung F&E hat eine Reihe kurz aufblitzender Bilder entworfen, die bei dauerhafter Schleifenwiedergabe einen statistisch signifikanten positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Versuchsperson hinsichtlich des Vaults, der Firma Vault-Tec und insbesondere des Aufsehers haben. Wir konnten bislang noch keine Formel für Augentropfen optimieren, die einerseits effektiv ist, andererseits jedoch keine bleibenden Schäden hervorruft. Allerdings arbeiten wir noch daran. Hinweis: Im Labor haben sich weitere Vorteile der Elektroschocks und Fesselung gezeigt. In den Feldtests kann es also noch einmal anders aussehen. Oh mein Gott, Electroshocks? Are you crazy? Vault-Tec-Überwachung. Auf dieses Gerät ist Team Walross, fragen Sie nicht, besonders stolz, Dr. Brown, Team Walross. Ein für den Einbau in den Verrobter geeignetes kleines MRT, das bei ausreichender Energiezufuhr die durch Stimuli hervorgerufene Reaktion auf visuelle Informationen verarbeiten kann. Laienhaft gesagt, liest es die Gedanken der Versuchsperson und zeigt ein Bild dessen, woran diese denkt. What? Das zumindest ist das Ziel, allerdings sind die Bilder sehr unscharf. Ausgehend vom Standard-Rorschach-Test mit hunderten von Freiwilligen, konnte der Computer diese Bilder mit einer Genauigkeit von 71% identifizieren. Wir stehen hier erst ganz am Anfang, aber die Möglichkeiten, Einblicke in die Gedanken der Menschen zu erhalten, wird der Verwaltung des Vaults drastisch verändern. Danach haben wir wesentlich nützlichere Wortassoziationen entwickelt, die eine Hilfe für jeden Aufseher darstellen können. Als Standard einprogrammiert sind Verräter, Ineffizienz, Tratsch, Beschwerde und Kätzchen. Kätzchen? Das war unser Testfall. Beim Entfernen aus der Zusammenstellung sind Fehler aufgetreten. Okay. Verbesserte augenärztliche Versorgung. Sein Team hat ein besseres Optimierungswerkzeug hergestellt. Mehr nicht. Bitte berücksichtigen Sie meine Anfrage zur Neuzuweisung seines gesamten Teams. Irgendwo weit weg in die Kälte. Ich bin doch recht zufrieden, wenn sie dann besser sehen. Aber wir werden auf jeden Fall mal unterschwellige Botschaften hier reinkloppen. Denn wisst ihr, es muss einfach mal besser laufen. Rede mit der Aufseherin und Clem. Clem. Da was für dich. Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Okay, sie ist schon da. Sie ist schon da. Scheint, als hätten wir unseren ersten Patienten. Ja. Yeah. Ja, bevor du anfängst, Clem, was ist mit Kindern? Sie sind okay, denke ich. Willst du irgendwann mal welche haben? Ach, ich weiß nicht. wieso fragst du? Einfach so. Einfach so. Mach weiter. Hi, bist du wegen einer Augenuntersuchung mit dem Foro, mit dem Ding hier? Glaub schon. Nur zu, rein mit dir. Glaub schon. Krass, Mann. Die Leute wissen nicht, was sie machen sollen hier unten und machen sich ja eben, lassen sich so ein bisschen an den Augen rum. Also, was soll ich machen? Halt einfach still. Es blinkt andauernd. Ich, Das ist normal. Glaube, das ist normal. Was? Au! Was zum Teufel? Au! Das Ding funktioniert nicht. Was hast du gemacht? Ich habe immer wieder Gehorche dem Aufseher gesehen. Tja, ist nur eine Eigenart des Prototyps. Mach dir deswegen keine Sorgen. Unsinn. Das war noch nicht alles. Ich mach das schon. Ich bin der Aufseher. Endlich kann die Arbeit in Vault 88 wirklich losgehen. Was für ein Spielchen treibt ihr hier? Hast du Clem und mich hierher eingeladen, um an uns herum zu experimentieren? Bist du total krank? Was?
Das bildest du dir ein, du blöde Kuh. Hier läuft nichts Komisches. Das bildest du dir nur ein. Das kaufe ich dir nicht ab, Kuh. Im Commonwealth sagen es dir die Leute wenigstens vorher, wenn sie dich umbringen oder ausnehmen wollen. Komm schon, Clem, verschwinden wir. Hey. Die Typen sind Arschlöcher. Aber ich habe jetzt deinen Job. Genau. Ich bin ein Opti... Ich bin der Augentyp. Ich kann nicht weg. Lauf, solange du noch kannst, Clem. Es ist seltsam, wenn Leute hier sind. Du verkackte Siedlerin. Ich wünschte, ich hätte nie von diesem Vault gehört. Ach ja? So, ich baue jetzt zu. Halt, stopp. Kann man das nicht irgendwie anhalten? Halt, nein. Scheiße, ey, scheiße. Wenn man die Beine eine Stunde lang bewegt, macht das Powerrad echt Spaß. Jetzt haben wir nur noch 11 Leute. Super, bestimmt wegen der blöde Kudo. Eine unserer Bewohnerinnen ist gegangen. Naja. Naja. Sie wird nicht schwer zu ersetzen sein. Das Wichtige ist, dass unsere Arbeit gut vorangeht. Ein kleiner Rückschlag. Oder wir sollen das nicht vielleicht die Schulter nehmen? Mehr Leute werden gehen. Was steht als nächstes an? Ich würde sagen, wir haben vielleicht die Befürchtung, dass mehr Leute gehen. Sie könnte die erste von vielen sein, die den Vault verlassen. Wenn das Problem zu groß wird. Vaults wurden geschaffen, um verschlossen zu werden. Dieses neueste Experiment ist mein ganzer Stolz. Ich bin in die Fußstapfen von Dr. Braun und den anderen getreten und habe meinen eigenen Prototyp entwickelt. Aha. Er beruht auf der Prämisse, wir alle haben Fehler und unsere ganz eigenen Laster. Was, wenn unser Vault nicht versuchen würde, diese Vorlieben auszumerzen, sondern sie zu nutzen? Welche Laster? Könnte sich rächen. Erzähl mir mehr. Klingt clever. Erzähl mir erstmal mehr. Erzähl mir mehr. Das fragliche Laster ist Gier. Dieser Plan ist für einen Spielautomaten. Ich habe ihn so gestaltet, dass er so verlockend wie möglich ist. Wähle die Parameter für das Experiment. Dann schauen wir, wie er sich im Feldversuch bewährt. Ja. Okay. Ja. Er kommt einfach her. Ja, kann ich euch kurz unterbrechen vielleicht, weil ich höre gern zu, wenn andere sprechen. Unterbrecht dann einfach. Die Zukunft im Blick. Easy peasy lemon squeezy, Alter. Clem, gell, lass nichts einreden. Du bist super, Alter. Und jetzt ab aufs Powerrad. Hoppala. Pam! Clem, du brauchst doch keine Kronkorken. Vault-Bewohner werde. Mensch, ey, oder? Wir haben doch hier ganz andere Probleme. Eine ganz andere Problematik hier unten. Diesen Spielautomaten hat sie entwickelt, die Tante. Ich bin doch sehr gespannt, wie dieser Spielautomat wirkt auf diese ganzen Leute hier. Ich möchte gerne die Spielautomaten direkt hier neben der Augengeschichte aufbauen, denn wenn man gerade beim Augenarzt war, freut man sich, wenn man dann erstmal eine Runde zocken kann, ist klar. Also ich mache erstmal einen hin, aber da kommen noch welche, viel Geld verdienen. Spielautomatenexperiment, ja, perfekt. Schuldknecht. Notizen von Aufseherin Barstow. Glücksspiel ist von sich aus schon reizvoll. Casinos im ganzen Land haben Millionen ausgegeben, um diesen Reiz zu perfektionieren. Eine ausführliche Analyse der dabei verwendeten Techniken in der Commonwealth, Fachzeitschrift für Psychologie, hat mich auf die Idee gebracht, Glücksspiel als positiven Motivator im Vault zu nutzen. Die große unbeantwortete Frage lautet, wie dieses Gerät am besten eingesetzt werden kann. Optionen. Erstens. A. Das Gerät könnte dahingehend manipuliert werden, dass es Personen zuerst anlockt und später aller finanziellen Mittel beraubt. Dies würde zu einem maximalen Erlös für den Vault führen. Hierbei handelt es sich um den Schuldknecht. Die Maschine selbst könnte ein Standard-Glücksspielautomat sein, der jedoch Personen analysiert und dem Aufseher die Möglichkeit bieten kann, schädliches Verhalten zu überwachen. Kundenprofil. C. Falls Zeit für eine Streuung ist, könnte die Wahrscheinlichkeit zur Maximierung des Gewinns angepasst werden. Die Spieler würden also so gut wie nie verlieren. Dies würde sich zweifelsohne als beliebt erweisen, wenngleich auch teuer. Der Parameter verlorene Einnahmen sollte allerdings nur für A-B-Tests gewählt werden. Ich würde sagen, C ist nicht der richtige Ansatz. Schuldknecht ist schon nicht schlecht, weil dann verlieren sie alles, aber dann sind sie vielleicht böse. Ich glaube, wir stellen es auf Kundenprofil. Wir stellen mal auf Kundenprofil und erfreuen uns an der ganzen Geschichte. Lass Clem eine Stunde lang spielen. Clem, wir haben eine Aufgabe für dich. Raus aus dem Bett. Dip. Ah, Clem kommt schon. Sehr gut. Clem. Komm, Clem. Schnell, komm. Ich nehme die abgezogen. Wupp. Kann ich mich auch da reinsetzen? Ayo! Chill noch kurz, Clem. Alles gut. Oh, fuck. Jetzt werde ich auch gefickt. Komm schon, Clem. Komm schon. Spiel eine Runde an dem Automaten. Du wirst bestimmt gewinnen. Ob setzt dich jetzt lahm? Ich mach das schon. Ja. Versprochen. Wieder gewonnen. Wir haben auch so viel zu gewinnen, du Pisser, gell? Ich raste aus! Chill hier mal eine Runde, okay? Ich geh mal eben pennen. Kann Automaten so blinken? Kann ich hier fahren? Ja, kann ich.
Ist mir schon zu viel. Ist mir schon zu viel hier. Es muss doch etwas Nützliches in diesem Vault geben. Wir müssen es nur finden. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Moment mal. Clem, ich benutze einfach dein Bett, weil ich ein Hurensohn bin. So, Clem, wie sieht's aus? Was hast du gemacht? Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Ja, weil das funktioniert halt, du Depp. Soll der Spielautomat so blinken? Ich schwör's. Ab und zu macht er komische Geräusche und blinkt. Das bildest du dir nur ein. Ein Spielautomat macht doch keine Fotos von Leuten. Was denkst du? Was denkst du nach all den Experimenten? Endlich fertig. Oh, nach Hunderten von Jahren der Planung und Verfeinerung. Die Ergebnisse waren durchwachsen. Aber in der Wissenschaft kommt man selten dort an, wo man eigentlich hin wollte. Jetzt, da mein Lebenswerk vollbracht ist, werde ich unsere Pläne zu anderen Vaults bringen, um das Leben der Leute dort zu verbessern. Bleib als Aufseherin hier! Vault 88 braucht dich und deine Führung. Wir dürfen unsere Aufseherin nicht verlieren. Wie ergreifend. Ja. Yeah. Gefühle sollten bei dieser Überlegung keine Rolle spielen. Doch, doch. Aber irgendwie tun sie es. I know it. Ich werde bleiben. Zusammen werden wir Vault 88 zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung machen. Für die Zukunft. Legende von Vault 88. Ein fliegender Blaumann. Reduziert den durch Ghule verursachten Schaden um 15. Alter, enorm. Gibt jetzt auch noch einen Erfolg? Da kommt doch jetzt eigentlich noch ein Erfolg, oder? Oder muss ich Aufseher werden? Fuck. Am I fucking good, fucking dinosaur. Endlich kann die Arbeit in Vault 88 wirklich losgehen. So bekommen wir den Ding nicht, den Erfolg. Wir müssen die kurz wegschicken. Wir behalten sie aber hier dann im Nachhinein. Aber ich muss sie kurz wegschicken. Ich will den Aufseher-Erfolg haben. Verdammt nochmal. Du bist jetzt der Aufseher. Ja! Na, Erfolg, Erfolg. Komm, dann bin ich jetzt halt der Aufseher. Verpiss dich, oder? Nee. Entschuldigung. Bitte, kümmere dich gut um den Vault. Nee, die muss weg. Wisst ihr warum? Die ist viel zu gemein für alles hier. Ich stelle alles nämlich dann wieder auf Kindergarten um. Tschüss, Valerie Barstow. Verpiss dich, Mann. Was kann ich jetzt hier an dem Automator machen eigentlich? Kann man damit spielen oder wie sieht das aus da? Vault 88. Yeah. Wir sind jetzt endlich erwachsen geworden, Leute. Boah, ey, oder? Boah. Na, dann schauen wir uns mal die Analyse vom Powerrad an, ne? Energiemenge nicht optimal. Energieerzeugung ist wechselhaft. Einmal ist das Testobjekt aufgestanden, um dem Ruf der Natur zu folgen. Ergebnis. Ausfall der Energieerzeugung für 5 Minuten und 27 Sekunden. Nicht hinnehmbar. Bewertung Fehlschlag, okay? Getränkeautomat. Das Additiv ist ein Geschmacksverstärker. Es hat sonst keinerlei Wirkung. Bewertung absoluter Fehlschlag. Sich beschleunigende atomare Spaltung durch Notfallmaßnahmen beendet. Zudem erscheinen die Bilder nur zeitverzögert. Längste Bildfolge 0,3 Sekunden. Deutlich wahrnehmbar durch das Testobjekt B. Dennoch sehen die Daten vielversprechend aus. Bewertung empfohlen für Serienproduktion. Spielautomat. Im Test wurde das Verhalten eines Spielsüchtigen simuliert. Der Automat hat dieses Verhalten erkannt und aufgezeichnet. Allerdings wurden die Bilder zu auffällig aufgenommen. Das Testobjekt hat dies bemerkt. Ich habe den Blitz entfernt. Jetzt sollte es funktionieren. Der Automat sollte allerdings nur in gut ausgeleuchteten Bereichen aufgestellt werden. Bewertung Erfolg. Nice. Okay, also Powerrad und Getränkeautomat haben versagt. Mit dem Teil habe ich doch gar nicht geschlossen. Wirklich das Ding an, Alter. So, vielleicht können wir hier vorne jetzt irgendwie so einen Schutz hinbauen, so einen Wachposten, aber halt Vault mit. Jawohl, sowas habe ich hier. Was ist denn das? Aufsichtsposten. Alter, was für ein enormes Teil. Hier sowas, so einen Wachposten brauchen wir. Genau den hier. Genau diesen Boba Fett. Machen wir den Topf hier noch. Was liegt hier noch für ein Scheiß rum? Ich habe Clem 3 Mal gemeldet, der meldet sich nicht. Ich habe ihm gesagt, ey Clem, räum auf hier. Was macht er? Nix. Also man kann hier zwar natürlich durch, aber der Haupteingang sollte doch der hier vorne sein. Also dieser hier. Hier geht's durch. Was habe ich denn hier am Start? Eine Mr. Handy Summklinge. Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt mal, muss ich nicht so blöd hier hinhocken. Der sitzt hier. Der verdeckt diesen Kabelschacht da unten, der eh scheiße aussieht. Leute, wisst ihr was? Ja, das ist natürlich wieder jemand, der isst. Aha. Direkt mal jemanden da zuweisen, aber richtig schön hier an die ganze Geschichte. So. Haha, wieder gewonnen. Die Alte. Wir brauchen unbedingt unseren kleinen, unser Kapuff, wo wir dann die Leute beobachten können. Und wenn es einer Keule können, dann wäre ich einer abgeschissen. Hm. Was stehst du denn jetzt vor mir rum hier? Ich baue hier gerade irgendwelche Lampen und du stehst vor mir rum. Was an der Schein? Oh, das finde ich richtig gut. Das sieht cool aus. Wir halten es erstmal einfach und machen diese Leuchten überall hin. Überall liegen diese Gummi-Anti-Rutsch-Dinger rum. Als wenn wir es hier mit Kleinkindern zu tun hätten. Macht mal Kinder jetzt, ui. Und hier kommt unser Aufseherbüro hin. So ein richtig großes Teil. Wir machen hier eine Treppe hin. Hier kommt man hoch. Und jetzt kann man vielleicht hier mit den Räumen drangehen. Das ist doch unglaublich. Warum geht es da nicht dran? Guckt euch an. Blub. So, also, hier haben wir schon mal den Eingang zu unserer
genitalen Suite. Und ich dachte mir, wir machen hier so den Raum so ein bisschen offen. Das ist aber schon nicht das, was ich möchte. Und natürlich viele Fenster, um auch meine Leute zu beobachten und ihnen auf den Kopf kacken zu können, gegebenenfalls. Also falls es zwingend sein muss. Ja, das ist es doch schon. Das sieht doch schon gut aus. Das ist das Fenster. Das Fenster der Einsicht. Wir machen die Atriumsäule mal in die Mitte des Atriums. Also wirklich hier. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Da oben hocke ich dann in meinem krassen, ultramäßigen Apartment und gucke mir die Leute an und lache manchmal so. Oder so. Und das wird einfach delicious. Das wird fucking delicious. Es ist wie gesagt alles noch ultra pre-sequel Alpha. Unser Raum ist auch deutlich höher als die anderen Räume, denn wir haben viel im Kopf. Warum geht das nicht? Es ist zum Kotzen, oder? Es ist wirklich zum Kotzen hier. Das ist eine Decke, die nicht funktionieren will. Ja, das ist doch zum Brechen, oder? Ich muss mir, glaube ich, mal ein Tutorial anschauen. Irgendwas mache ich da falsch auch, oder? Ganz klar. Wir haben jetzt direkt hier unseren wunderschönen Schreibtisch. Wir können rausgucken, die Leute anschreien. Wir können einfach durchlaufen. Da sind gar keine Fenster drin. What? Hier erstmal das Bullauge reinmachen. Und hier drüben, na, nicht so was Verkettetes. Genau so. Ja, wenn ich mal die Stinkluft riechen müssen. Das ist ja so, wenn so viele Leute hier unten drin wohnen und atmen und sowas. Das ist ja auch irgendwann echt eklig. Das können die ruhig für sich haben. Alle sind zufrieden. Er guckt einfach da hoch. Der Aufseher hat voll den Palast. Ich würde sagen, wir können jetzt auch direkt noch hier die Zukunft des ganzen Projektes hier besprechen. Also von Fallout. Denn... Okay. Denn diese Hauptgeschichte von der Vault ist jetzt erstmal fertig, ist jetzt erstmal geschrieben. Jetzt wird er nur noch gebaut. Jetzt ist halt die Frage, ob ich einfach das nächste Add-on spielen soll und natürlich hier an der Vault weiterbauen und euch immer wieder meinen Progress zeigt. Also, oder ob ich's... Es trampel ich einfach weiter? Ja. Einfach weiter. Das ist doch nicht im Takt, was machst du? Oder ob ich es eben komplett abbreche. Also ich würde es nur ungern abbrechen. Es gibt jetzt... Ich hab... Was? Hi. Bist du fertig mit deinen Experimenten? Ich hoffe, ich konnte helfen. Das war sehr interessant. Wie geht es dir, Clem? Mir geht's gut. Dieser Vault ist der Beste. Mich haben keine Maulwurfsratten angegriffen. Nicht einmal. Ich bin einfach froh, hier zu sein. Danke für deine Hilfe. Machst du Witze? Es war mir eine Ehre, dir bei was auch immer zu helfen. Du bist wohl jetzt der Aufseher, richtig? Correctly. Ich freue mich darauf, alles für den Vault zu tun. Haha, wieder gewonnen! Ausziehen, Bitch! Das ist das blöde Ding. Nein, Leute, ich habe hier sowas reingebaut und ich kann es nicht entfernen. Da ist es drin. Nein, komm, bitte, geh weg. Du bist voll nervig. Nein! Scheiß doch die Wand an. Jetzt habe ich halt so ein blödes Blinklicht. Und schon ist mit Sicherheit das Licht da drin an. Komm, gehen wir mal rein. Widerliches Stroboskoplicht. Ah, sehr schön, sehr schön. Jetzt stellen wir das Ding halt mal kurz runter. La, 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 la. So, kann ich jetzt vielleicht mal hier ein bisschen drauf... Ja, na also. So, wen können wir denn jetzt noch umbringen?